Ich scroll immer so über die Karte, ne? Ich habe ja den Zoom-Mod jetzt drin. Ich muss ja einfach nur rausscrollen und kann sie direkt drüber klicken. Das ist schon nice. Das ist ein Bild, ey. Das ist, Supreme Siedler Commander, so gefühlt. Du kannst Oios schneller den Land erweitern. Was? Soll ich da vielleicht mit. Meint er vielleicht Pio? Ah, er meint tatsächlich auch wirklich Pios, okay. Wir haben ja noch 29 Schaufeln rumliegen. Genug Wasser. Sieht nicht verkehrt aus. Es ist wirklich einfach nur Only Shit Siedlermangel. Wie immer. Und meine Goldproduktion kommt nicht mit der Waffenproduktion hinterher. Habe ich eigentlich gedacht, da hätte man schon nachjustiert. Reicht noch nicht. Oh ja, eine gegnerische Landesgrenze. Na endlich! Grüß Gott. Grün. Hallo Grün. Ich snack mal rein. Was macht eigentlich meine KK? Dann könnte ich, ja, euch nochmal das andere, den anderen Mod zeigen, den Hotkey-Mod gleich. Lol. Belagerungswaffen? Guckt mal, ob ihr. Wird nicht klappen, ne? Wenn die Schwertkämpfe alle draufgehen. Trotzdem. Ach, ist auch so eine Mission, ne? Wo du irgendwann nur noch F9 hämmerst, bis du halt die Truppen wieder hast und. Ich habe eine 104 KK. Was mache ich hier eigentlich? Tut mir ganz schön weh. Er wird mich ja nicht angreifen. Ist ja unwahrscheinlich. Weil ich ja kein, weil ich ja einen Safe-Turm habe. Aber ich musste halt durch, ne? Hat ihm jetzt nicht wirklich wehgetan? Ja, komm, dann geht nochmal. Also, Ciri,
wenn ihr den Mod aktiviert habt für die Shortcuts, dann könnt ihr Taste mit Taste Minus und Taste Doppelpunkt die Ziris durchwählen. Und das ist schon cool, weil das macht die ganze Sache schon deutlich eleganter. Aber jetzt weiß ich nicht, wann ich alle angewählt habe, ne? Und ihr müsst euch jedes Mal wieder in das Menü reinklicken. Da noch ein. Jetzt sind wir einmal durch. So, baut das mal. Was passiert hier? Nicht mehr so viel. Okay, es ist nur wenigstens, wo wir uns sammeln können und dann... Ja, Step by Step halt. Und das ist der Zoom-Mod. Könnt ihr alles selber am Donnerstag dann mit der neuen Enhanced Edition ausprobieren. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Leckt ein bisschen, ne, wenn du so rauszoomst. So, wo sind meine Pioniere? Hier stehen immerhin schon mal 21, schon mal nicht schlecht. Auf geht's. Wäre das Turnier einen Monat später, hätte ich auch gerne mitgemacht. Ja, kann man nichts machen, ne? Mit Dieben den Grünen antriggern. Dafür müsste ich erstmal ein bisschen Platz bei ihm mir schaffen. Der Grüne spielt Mana ohne Erde. Die geht ihm aber schnell aus. Und Franz sagt, ich muss 150 KK haben. Boah, die Ziere ist in den gelben Weg rein. So, da stehen auch noch welche rum. Und da stehen wahrscheinlich... Nee, hier nicht. Okay. Aber hier. Ach, du hast jetzt angefangen mit Siedler. Ja, macht ihr gut. Das wird ja nicht das letzte Turnier. Ich meine, wir sind so eine große Community geworden. Wir spielen alle Siedler 4. Übrigens, wenn du Training suchst, komm einfach mal auf den Zocker-Lounge-Discord. Du findest immer jemand, ja, also, der dich da auch schnell weiterbringen kann. Das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt verabschieden sich die Steine endgültig. Weggesnackt. Da stehen noch welche, guck mal. Sonst ab jetzt only Steinminen wie die Mayas auf der Turniermap. Aber Spoiler, Steinminen sind gar nicht so uncool. Wo sehe ich jetzt? Muss ich doch mal in das Zierobjektmenü. Ah. Da habe ich zwei gebaut, okay. Aber nur von dem. Ja, was? Da habe ich drei? Okay. Standen wahrscheinlich schon welche. Nee, kann auch nicht sein. Doch, kann sein, wenn hier welche stehen. Tatsächlich. Okay. Fehlt eine Axt. Spitzhacken, ja, ne? Die müssten jetzt hier rumliegen. ...62 Spitzhacken. Alter, okay.
Läuft. Kohle habe ich gerade auch genug. Ist eher. Nee, nee. Ist auch kein Siedler. Was weiß ich. Bin schon drauf, ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. Probier's mal unter Rollen und gib dir mal die Siedler 4 Casual Rolle. Dann kann, mit der kannst du, die kannst du anpingen, wenn du ein Add davor setzt und dann Siedler 4 Casual schreibst. Dann kriegen alle im Prinzip eine Nachricht, die Rolle auch haben, und nur die Leute haben die Rolle, die Siedler 4 zocken wollen. Und dann hast du schnell jemand gefunden. Oder einfach mal in den Siedler 3 bis 7 Channel schreiben: Hey, ich bin neu hier. Wer hat Bock mit mir zu üben, zu trainieren, etc.? Findest du auch immer jemand. Ist eigentlich total easy. Aber bitte nicht mich zu spammen, ich bin so ziemlich der Einzige, der nie Zeit hat für Siedler 4. Ich brauche mehr Kasernen. Liegt ihr voll mit? Ja, nee, auch nicht. Es wird schon alles Gold ab. Ne, hier liegt aber Gold. Ne, ich brauche mehr Kasernen. Ich scroll immer so über die Karte, ne? Ich habe ja den Zoom-Mod jetzt drin. Ich muss ja einfach nur rausscrollen und kann sie direkt drüber klicken. Das ist schon nice. Das ist ein Bild, ey. Das ist Supreme Siedler Commander, so gefühlt. Hi, aber oder so. Da ist noch ein Stein mit. Okay. Ach Gott, und hier habe ich auch noch Steine. Alles gut. Und jede Menge Kohle. Krass. Wenn ich jetzt wieder auf Zierobjekte, auf den Hotkey klicke, komme ich dann. Was war denn? Das sehe ich jetzt so nicht, ne? Hier habe ich aufgehört, glaube ich. Klick, 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 klick. Also das ist schon ein cooles Feature. Gefällt mir. Übrigens von Wizard Maker. Cooler Typ. K124 geht doch.
Ich kenne einfach nur coole Typen, deshalb kenne ich auch Henny. Hast du die Träger? Ah, es ist echt lustig, dass das immer noch jemand schreibt im Jahr 2021. Hast du die Trägerzahl bereits erhöht? Uiuiuiuiui. Aber ich erkläre es auch gerne nochmal zum 50.000. Mal. Jeder deiner Siedler in Siedler 4 ist automatisch erstmal ein Träger. Das, was du meinst, versteckt sich hier. Diese Anzeige hier, die ist bei mir, steht die gerade bei 40, die bedeutet lediglich Folgendes. Die bedeutet, dass wenn du Militär rekrutierst, es 40, also in meinem Fall 40, weil hier 40 steht, 40 Siedler übrig bleiben müssen, die nicht rekrutiert werden dürfen, damit noch Träger da sind. Aber ich kann damit nicht meine Trägeranzahl erhöhen, weil automatisch jeder Siedler Träger ist. Verstehst du? Und die Frage kommt immer wieder, erhöhe deine Träger. Geht nicht. Geht halt nicht. Wusste man das denn? Omk Miracle? Ist das eine Frage an mich? Verstehe ich nicht. Also wenn ich was brauche, dann ist es Gold. Bestimmt ist auch eine Shortcut für... Aha. Was ist denn die Shortcut für Gold? Was ist das? Schwefelmine? K wie Schwefel? Macht Sinn, ne? J wie Gold? I wie Stein? U wie Eisen? Haben wir da noch? P wie Pause? Okay, macht Sinn. Mehr sehe ich nicht. Okay, Advus! Kann ich jetzt meine Monate teilen? Wie? Was? Danke übrigens. Advus für Tier 1. Sehr nice. Freue ich mich natürlich. Vorher nicht funktioniert mit dieser Nachricht. Okay. Hallo Huhn. Wall of Text. Aber macht es schon Sinn, das Limit zu erhöhen? Sonst fährst du deine Wirtschaft bei Siedlermangel so an die... Nein. Stimmt nicht. Nein. Stimmt nicht. Also ein guter Siedler 4 Spieler, und dazu gehöre ich definitiv nicht, ja? Der stellt niemals was darum. Weil wenn du nicht in Siedlermangel kommst, spielt es ja auch keine Rolle für dich. Und gerade im Multiplayer versuchst du schon, alles was geht in Militär umzuwandeln. Also du kannst die Frage nicht so einfach beantworten. Aber wie gesagt, die Guten im Normalfall fasst keiner diesen Regler an, und er steht bei immer nur bei 5. Es macht jetzt bei mir auch gerade keinen Sinn, das auf 40 stehen zu haben. Ihr seht, hier stehen Siedler rum. Es ist ohnehin Träger da. Also es ist kein Bedarf, dass Ware getragen wird. Deshalb stehen die einfach rum und machen nichts. Wenn Bedarf da wäre, würden sie sich alle bewegen.
Ihr sollt nicht den Sumpf erschließen, ihr sollt den Weg da... Was haben wir jetzt eigentlich da stehen? Haben wir... Schwer, die sind jetzt mal... leck. Quicksave. Was habe ich? Bogenschützen. Ne? Oh, das zieht sich ja wie Kaugummi. Ich sollte mal bei mir hier einen Turm reinbauen, ne? Dann würde ich ihn ja triggern, dass er mich angreift. Das könnte man vielleicht mal probieren. Ich setze hier einfach mal einen Turm hin. Sollte sogar gucken, dass er den einnimmt und dann Diebe reinstellen. Also, im Singleplayer macht es eigentlich auch keinen Sinn, auch wenn du deine Wirtschaft erst hochziehen musst, weil du dann eine viel schlauere Funktion hast, einen viel anderen Regler, der viel mehr Sinn macht. Denn dann gehst du einfach auf deine Kaserne und machst deine Kaserne auf Stopp. So, dann kann es dir nicht passieren, dass deine Träger umgewandelt werden und du hast immer genug da. Und wenn du dann denkst, jetzt brauche ich Militär, dann haust du es wieder an. Jetzt von dem Ziri 4 gebaut. Also so ganz. Da habe ich schon 5. Ja gut, da standen schon welche. Hier nur 2. Hotkey-Mod, ne? Aber Jetzt klicke ich doch wieder so an. Wie kann man Zocker-Lounger auf dem Discord werden? Zocker-Lounger kannst du, sind alle, die in einem Community-Event mit mir mal Multiplayer gezockt haben. Hab schon lange kein Community-Event mehr gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil es gerade orga-technisch sehr aufwendig ist mit der Siedler 4 Enhanced Edition und der Siedler 4 Weltmeisterschaft. Kommt aber demnächst wieder. Und ich bevorzuge auch immer Leute, die noch keinen Zocker-Lounger-Rang haben. Weil ich auch immer gefragt werde, ey, spiel doch mal gegen mich und mich und mich und mich und mich und vielleicht auch noch gegen mich. Und so ist es eigentlich immer eine coole Methode. Mit dem Limit kann man die Kaserne halt immer an... Ich bin kein Fan von diesem Siedler-Limit einstellen. Aber wichtig ist trotzdem, dass ihr versteht, was dieser Regler bewirkt und was er nicht bewirkt. Also gerade dieses Denken mit diesem Regler, ich erhöhe meine Trägerzahl. Also wenn jetzt hier einer hergeht und ich möchte 200 Träger haben und er geht hier auf 200, dann, wird er hops gehen, ne? Weil dann kriegt er ja überhaupt gar keine Militärproduktion mehr in Gang, weil alle Siedler zurückgehalten werden müssen. Das ist ja dann auch scheiße. Also wenn man die Funktion wenigstens verstanden hat, dann kann man damit arbeiten. Aber das Schlimme ist ja, dass irgendwie jeder Zweite überhaupt nicht versteht, was damit gemeint ist. Das ist mir schon bewusst. Okay, passt. So, Turm steht. Mal gucken. Wenn
Bin noch nicht auf dem Zockerlounge Discord. Kann gerne. Was? Du hast dein Ist vergessen. Aber ja, du hast vollkommen recht, Marcel. Danke. So, wir nähern uns 0 Uhr. Kann ich schon mal sagen, wie es dann nächste Woche weitergeht? Also, hier ist dann in 5 Minuten. Schluss, morgen ist wieder Arbeiten angesagt. Homeoffice bei mir. Mag ich ja gar nicht. Dienstag, nächster Livestream. Dienstag, 22 Uhr, spiele ich ein Showmatch auf der niegelnagelneuen Weltmeisterschaftskarte gegen die siedelnde Ente. Release von dieser Map ist erst nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag erscheint dann auch die Enhanced Edition. Im Stream gibt es aber nächste Woche Donnerstag dann wieder Valheim Co-op geht's weiter. Und nächste Woche Samstag wäre eigentlich ein gutes Datum für ein Siedler-Community-Event, weil wir dann die Enhanced Edition haben. Wisst ihr was? Das machen wir auch so. Nächste Woche Samstag Siedler 4 Community-Event mit der Enhanced Edition 1.0. Und es werden vor allem die Leute bevorzugt, die noch keine Zocker-Launcher sind. Also neue Gesichter. Das machen wir so. Was bietet sich ja total an. Wer hat das vorhin gefragt? Advus. Advus ist bestimmt am Start. Yannick ist schon Zocker-Launcher. Yannick ist nicht dabei. Gut. Das bietet sich an. Das bietet sich total an. Das ist eine super Idee. Das machen wir so. Und am Sonntag erscheint dann ein Video zum WM-Pokal. Die Woche drauf ein großes Video zur Enhanced Edition. Die Woche drauf ein langes Interview mit dem amtierenden Siedler-Weltmeister Andorra. Mich sehr gefreut, ihn gestern kennenlernen zu dürfen. Leider hat es mit dem Interview mit Sandy nicht hingehauen, weil wir keine Zeit mehr hatten. Das ist ein bisschen schade. Aber Sandy hat ja gesagt, sie kommt dann nochmal zur Finalauslosung vorbei. Und dann habe ich auch noch ein Top 10 Video seit fast 3 Wochen fast fertig. Weiß noch nicht, wo ich es hinpacken soll. Die besten Videospiele von 1993, natürlich mit Die Siedler 1. Jo, das ist so der grobe Plan für die Zocker-Lounge. So, und das ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und Dienstag, wie gesagt, dann das Showmatch gegen die siedelnde Ente. Wird bestimmt ganz lustig. Einschalten und ja, gute Nacht.